kennt ja von der Mobiliar vor allem die Schadenskizze, Liebe Mobiliar, TV-Spot. Das allein reicht aber nicht, weil die Instrumente bringen vor allem Bekanntheit und Image. Und was wir zusätzlich brauchen, ist Beziehung. Was wir zusätzlich brauchen, sind Emotionen. Indoorsports ist eigentlich ein innovativer, einzigartiger Sponsoring-Ansatz, der vier Ballsportarten unter einem Label vereint. Handball, Unihockey, Basketball und Volleyball, das sind vier Sportarten, die sehr ähnliche Bedürfnisse haben und strukturelle Herausforderungen. Das Grundprojekt ist sicher das Topscore-Sponsoring von der Mobiliar aus. Das ist so ein bisschen die Basis, der Teppich, den wir gelegt haben. Und jetzt hat es weitere Aktivitäten. Eine grössere Geschichte ist sicher der Supercup, den wir in diesem Jahr das erste Mal durchgeführt haben, wo immer Meister gegen Cup-Sieger aufeinander trifft. Es sind 16 Mannschaften, es hat 8 Titelkämpfe gegeben, was in dem Sinne einzigartig ist, europaweit. Ein anderes Projekt sind die Kids Days, wo man gemeinsam mit den Vereinen wird versuchen, wieder an Nachwuchs herzukommen, der Jugend etwas zu bieten. Und das ist dann auch eine Plattform, wo andere Partner neben dem Mobiliar sich profilieren können. Bei der Mobiliar ist natürlich im Sponsoring Sport eine zentrale Komponente. Was mich begeistert, ist der gesamtheitliche Ansatz der Mobiliar. Die Vision, die vier Sportarten gemeinsam und gleichzeitig der gesamten Schweiz zu unterstützen und zu fördern. Wir sind jetzt am Anfang und wir müssen investieren, wir auch investieren in die vier Sportarten. Sind aber überzeugt, dass das mittel- und langfristig ganz eine erfolgreiche, wahrscheinlich die erfolgreichste Plattform der Schweiz wird werden.